The light shines through your window. The sun's kiss kisses your face. Everyone. Also ich bin noch nicht das ganze Jahr da. Im August bin ich erst gekommen. Aber insgesamt im in einem SS-Kinderdorf wohne ich schon die Hälfte von meinem bisherigen Leben, also mit 5. Am 28. August bin ich dann 4 Jahre da. Wie lange bist du schon hier? Ein Jahr. Meine Mama kommt einmal im Monat und mein Papa alle 3 Monate. Meine Mutter kommt jeden Monat. Das macht man dann immer mit der Brigitte aus, Sozialmitarbeiter. Und dann kommt sie einmal im Monat. Siehst du deine Mama öfters? Wie oft denn? Manchmal nicht. Sagst du so deine Mama? Mutti. Und wie ist das für dich? Gut. Was machst du denn immer so den ganzen Tag? Die Mama geht so viel Kuchen essen. Und manchmal die Eis planschen. Da ist für jeden Einzelnen das privat, was mit ihm passiert ist und so. Das sagt keiner weiter oder so. Nur wenn man irgendein anderes Kind fragt, ob es da erzählen will, dann erzählt es das vielleicht oder vielleicht auch nicht. Es gibt 10 Häuser. Wir haben an die 50 Kinder von 1 bis 19. In jedem Haus in der Kinderdorf mit Mutter, im Schnitt mit 5 Kindern. Und die wird eben unterstützt durch einen Familienhelfer oder Familienhelferin. Und ja, sie lieben den ganz normalen Alltag. Na, generell ist es so, dass wir die Anfragen von Jugendämtern eben kriegen, wenn Kinder einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, dass daheim betreut werden können durch die eigenen Eltern. Die Gründe dafür sind sehr verschieden. Das kann alles Mögliche sein. Das kann sein Drogensucht oder dass die Eltern einfach nicht in der Lage sind, die Kinder zu erziehen. Krankheit oft einmal von den Eltern oder wir haben natürlich auch Kinder, die misshandelt oder missbraucht worden sind. Was schon bei der Aufnahme geklärt ist, ist, dass wir im SOS Kinderdorf eine Langzeitunterbringung sind. Das heißt, dass die Kinder nicht nach 2 Jahren wieder wegkommen, sondern das sind wirklich Fälle, wo ganz klar ist, dass eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie sehr schwer oder eigentlich gar nicht möglich ist. Dieses Daheim haben wieder. Ja, da ist eine Mama oder eine Betreuerin, die Mama-Funktion übernimmt, die da steht und die sich um alles kümmert. Ja. Und das versucht man schon, weil das ist das, was die Kinder brauchen. Und daneben muss man aber die Toleranz haben, die leiblichen Eltern, die müssen auch einen Platz haben. Ja. Die darf man nicht sagen, nein, das gibt es nicht, sondern die sind mit eingebaut. Ja. Die kommen dann auch auf Besuch und das schaut man einfach, dass das gut geht. Nur wenn sie bei uns sind, ja, dann haben sie sich um die Kinder zu kümmern und gut aufzuführen, sonst wird der Besuchskontakt sofort abgebrochen. Und das wissen die Eltern und dann fühlen sie sich auch, also ich habe bis jetzt noch nichts erlebt, bis jetzt haben sie sich wirklich gut aufgeführt immer. Der Alltag ist eigentlich wie in jeder Familie draußen. Also wir kochen, putzen, waschen, gehen auf Elternsprechtage, wir müssen Ortsbesuche machen. Die Kinder haben natürlich mehr Therapien, wie vielleicht jetzt aus einer normalen Familie, wenn man so sagen kann. Aber sonst ist es wirklich wie in einer Familie. Mit Frühstück, mit allem, wie es ist. Und man muss halt mehr Toleranz haben für die Kinder, weil sie einfach einen Rucksack mitbringen, den halt normale Familien nicht da ist. Und jetzt muss ich schon 1, 2, 3, 4, 5. Gut, passt. The words of your lips flavor.